Jo, Freunde, herzlich willkommen zurück zu Need for Speed Brennender Asphalt. Heute zu Gast Chakantor. Hi. Einfach mal so mitten im Let's Play und ich klicke auf Spieler verbinden, hab mich voll vertan. Karrierespiel, Dennis L. So, das brauchen wir. So. Ja, ich bin jetzt beim Knockout, ne? Jour du jour. Mir bleibt nichts anderes übrig, als mal Maranello zu fahren. Wobei ich auch Kohle habe eigentlich und mir was kaufen könnte, aber naja, man könnte ja mal gucken, ne, im Schaufenster, was hätten sie denn? Bonus Porsche für 350.000. Aber eigentlich sollte ich mir das besser aufheben für einen Triple A, wa? Die Kohle. Joa. Der BMW M5 war ja schon ein Fehlkauf gewesen. Einen schönen verloren gegen den Maranello. Aber ich mache aus Spaß mal einen Wagenvergleich im Vergleich immer mit dem Porsche. Einfach nur mal um so zu gucken. Ja, 911 Turbo hat schon mal verloren. Und der Bonus Porsche? Naja. Wäre schon besser, ne? Aber naja. Gut, gut. Wir fahren den Ferrari einfach weil wir ihn haben. Und schauen mal, was so geht hier. Lustig. Warten auf Beginn der Übertragung. Was ist denn hier los? Er schaltet einfach nicht hoch. Broken. Fraktion ist irgendwie halt scheiße wohl, ne? Da geht gar nichts mehr da. Ja, gucken wir mal, wie ich hier durchkomme. Ich mag diese Strecke an und für sich auch nicht so gerne eigentlich, aber man muss sie halt mal fahren zwischendurch, ne? Bei jetzt, bei mir hat der Stream bis jetzt gehabt, also dauert ein bisschen. Mir fährst gerade los. Aber du verlierst ja schon deutlich an Abstand. Aber dir geht's genauso. Lenkrad hast du halt noch ein bisschen mehr Kontrolle, klar. Etwas, ne? Ja. Weil du noch korrigieren kannst. Aber das ist hart. Deine Karre hat jetzt schon gelitten. Ja, deswegen, ich spiele sowas nur noch mit dem Lenkrad, weil das, weiß ich nicht, das ist so halt, funktioniert das am besten, ne? Ich hab Need for Speed Porsche irgendwann mal mit so einem Xbox 360 habe ich hier so ein. Scheint aber auch ein Nachbau zu sein, kein richtiges Microsoft-Teil, ne? Kannst vergessen. Da hast du einen Analogstick, längst nach rechts, nur ein bisschen und der macht einen Volleinschlag. Weil das gar nicht wirklich. Oh, scheiße. Weil das Ding einfach nicht wirklich richtig analog ist, ne? Keine Ahnung. Ganz komisch. Jetzt habe ich da aber schön Schnatzer gehabt gerade. Aber egal, Hauptsache nicht letzter werden. Analog ist übrigens voll einschlagen, digital meinst du? Zweite Runde. Oh. Lol, die Autos hüpfen ja durch die Gegend. Hä? Was ist das bei dir? Die sehen aus, als wenn die höher gelegt wären, als wäre das ein Truck, Alter. Der Diablo SV. Oh, da bist du böse hängen geblieben. Hätte ich besser nicht gemacht. Wenn ich Pech habe, habe ich schon verloren, ja. Oh,
Aber der Tag ist eigentlich auch schon gelaufen und ich bin nicht fit, ne? Ja. Ausreden. Immer Ausreden. Ausreden. Na komm, ey, ich muss den noch kriegen, dass ich wenigstens nicht letzter werde. Nicht die Tankstelle, ja. Mann. Ja, die hat mich hier richtig reingerissen, ey. Das war Dummheit. Ja, sonst bin ich da mal schön durchgeballert und jetzt... Na, jetzt kannst du es nicht mehr einschätzen. Ja klar, weil jetzt die Fahrhilfen aus sind. Trotzdem unrealistisch. Das besondere Spielerlebnis. Ah! Hey, komm, war doch so. Immer wenn die Spiele irgendwo draufstehen hatten, damals in den 90ern, das besondere Spielerlebnis. Ah! Erleben Sie Emotionen. Ah! Welcher Hurensohn schießt auf mich? Welcher Hurensohn schießt auf mich? Jetzt hast du das böse H-Wort gesagt. Ist mir egal. Wollt das hochladen? Ja, und? Du monetarisierst so eh nicht. Also. Oh, stimmt. Ja, solange es nur darum geht, um irgendwelche Werbungsfreundlichkeiten da. Und tschüss. Brauche ich nicht. Und hier können die Leute. Und was war mit der verdammten Wix-Werbung? Was für eine Wix-Werbung? Kennst du nicht? Nee. Ich mach's mir selbst mit Wixi. Meine Frau hat mich vom Wixen überzeugt. Um ehrlich zu sein, wir wixen meistens gemeinsam. Mach's dir selbst. Sei ein Wixer mit Wixi. Du, boy. Wenn meine Frau eingeschlafen ist, dann wixe ich. Das war so klasse. Und dann natürlich noch die französische Köchin, die sagt: Ich liebe es zu wichsen. Oder die Ballerina, die so dominant guckt und dann sagt: Nach dem Training wichse ich. Ganz trocken. Ich wichse nach dem Training. Mach's dir selbst. Sei ein Wichser mit Wichse. Ja, weißt du, so der 50- oder 40-jährige Kfz-Mechatroniker. Meine Frau hat mich vom Wichsen überzeugt. Voll das Klischee. Oder der IT-Programmierer sitzt dann da. Wichsen ist die Zukunft. Bam, 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 bam. Es rappelt, es rappelt im Karton. Tong, tong. Oh, das sieht aber ganz gut aus. Ich hole hier wieder auf. Mach's dir selbst. Sei ein Wichser. Schauen wir mal hier. Ja, ja. Mach's dir selbst, ne? Solltest vielleicht auch mit dem Lenkrad fahren, mein Guter. Ja, ist mir zu anstrengend. Ja gut, du hast einen 900 Grad. Ich habe nur ein verdammtes 480 oder 460. Ne, ich muss Drehbereich auf 120 stellen. 1:1 mit dem Cockpit vom Spiel, also... Kannst du hier nicht groß die 900 Grad nutzen? Kannst du nicht mal im Euro Truck Simulator oder im American Truck Simulator, stellst du auf 800 Grad. Da geht's dann ja schon los. Du kannst ja die Spiele, die unterstützen das Ding hier schon nicht richtig, weißt du? Da werde ich einen Teufel tun und habe ich mir damals schon gedacht, dass ich mir ein G25 oder sowas hole. Noch mehr Features, die noch weniger unterstützt werden. Von wegen Haarschaltung und so, ne? Mal gut, es gab ja auch das mit der sequentiellen. Ich weiß nicht, ob es 25 oder 27er war, aber wenn dann viele Games dann schon. Wenn dann viele Spiele schon die Kupplung nicht unterstützen, dann habe ich von dem Edelstahl und Echtleder auch nicht viel bei gewonnen, daher. Mach's dir selbst. Sei ein Wichser. Könnte man ja so ein Momo-Lenkrad holen und das umbauen und hier, das Ding. So eins wie ich habe, ja. G23 oder, nee, Quatsch, G21 ist das noch. Musst du nur die Potentiometer unten festkleben. Meistens, wenn da steht defekt, Gaspedal funktioniert nicht. Direkt schießen für einen 10er. Ach komm schon, du Diablo SV, lass dich doch überholen, ey. Bremst er mich aus. Ah, ah, ah.
die Sau, ey. Weißt du, das Gemeine ist, es geht jetzt nicht mal mehr ums Geld, ne? Da bietet das Spiel tatsächlich ein frühes Ende. Weil die Langzeitmotivation ist hier nicht mehr gegeben. Außer, dass du, keine Ahnung, wenn du Masochist bist, dann stehst du da noch drauf. Ständig zu verlieren. Aber du siehst es, die Autos sind höher gelegt, Alter. Der Diablo ist hinten aufgebockt. Oh, ja, sieht ein bisschen komisch aus, ne? Irgendwas läuft da. Oh, das war scheiße. Da hat er dich aber voll weggeboxt. Mhm. Ja, meistens stehen sie dann genau im perfekten Winkel und stehen dir dann im Weg. Und wenn du sie berührst, das war's. Also ich glaube, du wirst dann auch bei den nächsten Kursen sagen, ihr könnt mich mal, ihr könnt mich mal. Ja, gucken wir mal. Ist hart. Gratuliere, Sie sind Dritter. Dritter. Dritter bist du geworden, ja? Bei mir bist du noch am Fahren. Sie sind Dritter. Ja, ja. Gucken, wie es weitergeht, ob ich das schaffe hier. Danke, hast du es gerade. Was? Aber irgendwie läuft der Stream nicht, ne? Zeigt mir rot an da. Komisch. 0 FPS. Und jetzt läuft er wieder. Muss er irgendwie zwischendurch mal jetzt gestockt haben oder so. Dann gleich bei dir. Naja, ich setze mal fort hier. Country Woods machen wir mal. Country Woods? Country. Country Witz, ja. Niedelwitz. Ohne Putz. Oh, und immer mit Schnee, ne? 3, 2, 1, los! Ja, hier, der dreht einfach nur durch. Der schaltet nicht hoch hier den Gang. Was soll denn das? Ist doch klar, dass er nicht zieht zu Anfang. Das Spiel ist so buggy, ey. Nach einer halben Ewigkeit Räder durchdrehen, schaltet er mal den nächsten Gang. Super. Du sollst ja auch am Anfang kein Gas geben. Also nur wenn es grün wird, dann gibst du Gas. Ansonsten gibst du kein Gas. Ja, mache ich ja. Das ist der Witz daran. Das ist klar, dass sie abziehen. Wenn wir erst nur die Räder durchdrehen. Ja, keine Traktionskontrolle oder was, ne? Fahrhilfen alle aus, wie du sagst. Ah, das ist doch voll die Arschkarte hier. Kannst ja auch nichts dagegen machen. Nö. Ja, mal gucken, ich probier mal. Haben wir immerhin 4 Runden, ne? Jo. Stream scheint zu laufen. Ich hole auf. Den letzten habe ich, den Diablo. Ja, alles schon mal soweit so gut. Das ist schon eine ganze Ecke anspruchsvoller jetzt hier, ne?
Was ist los? Ist er noch da? Sagt gar nichts mehr. Ja, ich bin noch da. Zweite Runde. Bei mir bist du noch in Runde 1. Ich bin gerade in Runde 2 gegangen, ja. Ah, okay. Vor wenigen Augenblicken. Ja, gut, also. Geh mal davon aus, dass die Diablo SV besser sind wie der 550 Maranello. Insofern. Das ist gerade pures Fahrkönnen hier oder so. Dass ich nicht Letzter bin. Ja, klar. Ja. Den anderen kriege ich auch noch, wa? Ja. Komm schon. Das sind ja eh 4 Runden. Krieg ich dich auch noch. Und ich hab noch. Geil. Ah, weg vom Gamepad, mein Guter. Lenkrad dran. Da kommt Freude auf. Weißt du, dass da gleich eine Abkürzung kommt? Ich glaube, du bist schon vorbeigefahren wegen dem Stream. Bäume, die du rechts siehst, da kannst du nämlich durchfahren. Okay. Ja, da ist plötzlich flach. Aber du bleibst meistens an den Bäumen hängen, das ist eine scheiß Idee. Na, dann lasse ich das lieber. Gibt so diverse Abkürzungen, die man lieber lässt, aber ne? Aber schnell, weil die lässt dich die lange U-Kurve überspringen. Ja, bevor ich da verrecke, ziehe sie auch so schon ab. Überholt einfach, ey. So. Ja, mein Maranello ist auch auf Level 3, ne? Ja, klar. Das macht's mir wahrscheinlich auch extra schwierig, wenn die dann auch noch getunte Lambos haben. Halleluja. Jo. Der war noch nicht getunt. Aber ich hab den gleich wieder geholt hier. Pures Fahrkönnen. Spielt mir die Strecke positiv rein hier. Oh yeah. Oh, wobei. Kann man, glaube ich, immer so machen. Nur anders einschlagen. Beziehungsweise gar nicht dabei. Ah, da geht was. Bei YouTube auch. Linus Tech Tips hat jetzt 6 Millionen Subscriber und die haben was geleakt. Es gibt eine Option, die die Videoeditoren freischalten. Also, wenn du das Video hochlädst und du hast über einen bestimmten Threshold erreicht von Subscriber und
gehst dann, nachdem es hochgeladen wurde, in den Video-Editor, dann kommt plötzlich Subscription-Modus Overrides als Option und benachrichtige alle Subscriber. Okay. Interessant. Es ist so eine Art Hacking dann sozusagen. Sag mal, liebe Google, ihr wisst, liebe Google-Gesellschaft, ihr wisst, dass das Schneeballsystem verboten ist, ja? Das ist ein Schneeballsystem. Fuck. Arschlöcher. Alter. Das ist, klingt irgendwie alles unfair, ne? Ja, ist ein komplettes Schneeballsystem. Nach EU-Richtlinien wäre das komplett illegal. Alter Verwalter. Das ist aber krank. Das ist die letzte Runde. Echt. Wo kann man denn die Probleme auflösen? Naja. Aber die Geld ist die Weltmacht. Sind sich halt nicht genau sicher, was die Funktion im Endeffekt wirklich macht, aber wenn ich mir überlege, ich habe dir ja die Glocke von ein paar Tagen verpasst, wollte über jedes, und das steht auch da, jedes Video informieren, was du neu hochlädst. Und das informiert mich dann exakt über ein Video. Das ist schon komisch. Ja. Jetzt hat er dich wieder überholt. Ja, ich hab ihn aber schon wieder. Könnte vielleicht ein bisschen knapp werden, aber ich bin guter Dinge hier. Pudding? Blödes Brot oder ein Pudding? Ah, Force Feedback geht schon schön auf die Arme, das ist schon echt. Schönes Training. Ach, komm schon. Yeah. Erster. Geht doch. So, und dann habe ich das gleich gepackt, war eine Strecke noch. Ja, zeitlich wird das ein Überlänge-Video, aber das ist nicht so schlimm. Kann man auch mal machen. Summit, welche Strecke war denn das, ey? Das war die Kack-Hometown-Strecke. Ah ne, die bist du ja gerade gefahren. Nee, bist du nicht. Stream-Upload wurde unterbrochen. Zu weit zurück. Du hast zurzeit keine stabile Übertragungsverbindung zu Steam auf der 3, 2, 1, los! Alter, Steam hat mir verboten, dir zuzugucken. Wieso denn das?
weil jedes Mal, wenn du ins Hauptmenü reingehst, das zusammenbricht und deswegen, ja, geht nicht mehr, du müsstest immer starten und das Spiel. War hart, ey. Na, mal gucken, ob ich den jetzt kriege hier. Du siehst es ja jetzt notfalls in der Aufnahme. Erstmal ist er mir natürlich von dann gezogen, ne? Weil er schaltet einfach nicht in den zweiten Gang und schön erstmal Räder durchdrehen. Also gerade neu starten? Oder bist du schon im Rennen? Ich bin schon im Rennen. Scheiße. Müsst ihr nachher die Aufnahme angucken. Ja, das ist irgendwie bescheuert mit Steam Stream da. Das demnächst mal über Twitch machen oder so. Ich hol schon auf. Ja, der traut sich die eine oder andere Kurve nicht so wie ich. Hat er schon verloren, das Knockout. Geil. Muss nur gucken, dass ich möglichst sauber durchkomme und dann ziehe ich dann jedes Mal bei dieser einen Kurve, hole ich mir Zeit rein und fertig ist der Lack. Lecker. Vier Runden aber auch, ne? Ja gut, aber andererseits, ne, wie willst du die anders aufholen? Du brauchst echt diese vier Runden auch. Also erste Strecke gucken, dass du nicht letzter wirst und bei den anderen beiden Strecken musst du dann voll durchziehen am besten. Du kannst aber bei der zweiten Strecke auch vorletzter werden, das reicht ja. Im letzten darfst du halt nicht verkacken, da musst du voll abziehen. Dann ist das Knockout durch. Die Ecke hier. Du durch die Stadt fährst du hier so ganz komisch. Blöd, dass ich nicht zugucken kann, aber du kannst mich ja auf dem Laufenden halten. Ja, ich bin Erster. Läuft. Da kommt pure Freude auf. Wenn du das nachher siehst in der Aufnahme.
Und mit Lenkrad kannst du das echt gut spielen. Kein Problem. Weiß gar nicht, wenn ich jetzt in OBS Studio einfach mal einen Stream starte, müsste das auf meinem YouTube-Kanal laufen, auf meinem Gaming-Kanal. Steht da sowas wie Fortnite-Test-Stream oder sowas dann wahrscheinlich. So durch die Stadt fahren würde, ey. Würden die Leute kotzen, die da rumlaufen. Geil, ey. Beste Runde, dritte Runde. Boah, ist das warm, ey, ne? Echt? Ey, ich geh kaputt hier, ey. Wir haben ja 18 Grad fast im Zimmer. Ich will gar nicht wissen, was ich gerade hab hier. Laufen die Schweißperlen in die Stirn runter, ey. Bah. Geil rumgejumpt, ey. Ich hab 5 Sekunden Vorsprung, Mann. Ja, okay, jetzt holt er gerade mal wieder ein bisschen auf, aber immer noch 2,5. Wie geil. Lol. Irgendwelche Russen haben fette Roboter zusammengebaut, die Musik spielen. Die nennen sich natürlich Kompressorhead. Weil die immer mit derselben Schlagstärke auf die Instrumente hauen.
Die haben einen höheren DR-Wert, Mann. Es tut weh. Da brauchst du einfach nichts mehr dazu zu sagen. Also die spielen schon alle dieselbe Lautstärke, ja? Weil das maschinell perfekt ist. Und du hast einfach trotzdem höheren DR-Wert, Mann. Ja, es muss alles gleich laut sein. Am Arsch. Hört sich zwar trotzdem irgendwie schräg an, aber naja. Bist du gleichmäßig? Ja, wenn Menschen das machen, ist das wahrscheinlich besser, ne? Natürlicher halt. Das ist die letzte Runde. Analog eben. Keine Schalterchen. Oh, bin ich nicht mehr weit weg von, ne? Ich heiz hier so rum. Pass auf, dass du keinen Scheiße baust. Hab ich nicht vor. So ungefähr die halbe Strecke von der letzten Runde, ne? Das ging die ganze Zeit gut. Warum sollte ich jetzt verrecken? Wüsste ich nicht. Den mache ich lang hier. Mit seinem Diablo. Sie haben das Rennen gewonnen. Sie haben das Rennen gewonnen. Bad. Yeah. Platt gemacht.
Du kannst ja gleich das Spiel beenden und wieder anfangen. Sie haben das Knockout gewonnen. Sie haben die Goldmedaille. Weiter zum nächsten Kurs. So, erstmal hier, ne? Bis zur nächsten Folge, haut da rein, ne? Sag mal tschüss, Jakanto. Oh, jetzt haben wir gleich die 40 Minuten voll. Mach mal Überlänge-Video, das passt schon. Bis dahin, haut da rein, Leute.